Herr Präsident, meine Damen und Herren, der vorliegende Entwurf zum Doppelhaushalt, den das Parlament heute beschließen soll, ist von zwei Leitlinien geprägt. Wir erarbeiten uns neue Spielräume, indem wir auf neue Schulden verzichten, und gleichzeitig stecken wir zusätzliche Mittel in unsere politischen Schwerpunkte. Es gilt auch und ganz besonders für den Einzelplan 05, der im Zuge der parlamentarischen Beratung ja noch mal positiv angepasst worden ist. Wenn das Parlament den Haushalt wie geplant beschließt, dann wird der Etat für Inneres und Sport um rund 80 Millionen aufwachsen. Mit diesen Mitteln wird es uns möglich sein, den Sport abzusichern, in eine moderne Verwaltung zu investieren, aber vor allem dafür zu sorgen, dass sich die Menschen in unserer Stadt sicher fühlen können. Gerade Letzteres ist eines der großen Prioritäten dieses Senats, und deshalb freue ich mich, dass dieser Haushalt diesen Schwerpunkt entsprechend abbildet. Meine Damen und Herren, mehr Geld für mehr Sicherheit, das ist für einen Innensenator erstmal eine erfreuliche Nachricht, aber es ist kein Luxus, denn wir brauchen dieses Geld auch, um vor allem auf den vier Gebieten handeln zu können, die mir ein besonderes Anliegen sind. Der Kampf gegen Gewalt, ein sicherer öffentlicher Nahverkehr, das Verringern der Einbruchszahlen und das Zurückdrängen der kriminellen Strukturen. Das sind die Themen, die die Menschen in unserer Stadt besonders betreffen, und es sind Themen, bei denen wir handeln müssen und wollen, meine Damen und Herren. Und schon jetzt sind uns dabei Erfolge gelungen. Die Zahl der Einbrüche ist in den ersten 9 Monaten dieses Jahres um über 8% gesunken. Und dabei haben wir uns nicht auf den Zufall verlassen, sondern auf neue Strategien gesetzt und gleichzeitig die Prävention gestärkt, zum Beispiel durch eine kostenfreie Beratung. Ich bin froh über diese Zahlen, denn sie zeigen, dass sich neue polizeiliche Strategien auch positiv in Zahlen ausdrücken, wenn sie konsequent verfolgt werden. Auch die Zahl der Gewalttaten im ÖPNV konnte 2012 im zweistelligen Bereich gesenkt werden, was auch auf die deutlich erhöhte Zahl von Einsatzkräftestunden gegenüber den Jahren zuvor zurückzuführen ist. Das ist eine gute Nachricht für die vielen Menschen, die täglich auf Busse und Bahnen angewiesen sind, um morgens zur Arbeit zu fahren und abends gesund zu ihren Familien heimzukehren. Auch das ist ein großer Erfolg, den wir uns hart erarbeitet haben. Und der enorme Druck, den wir auf kriminelle Rocker ausgeübt haben, zahlt sich ebenfalls aus. Die Berliner Polizei hat es mit ihrer Null-Toleranz-Strategie geschafft, dass die Szene nicht mehr wächst. Diese erfolgreichen Ansätze wollen wir in den kommenden Jahren auch auf andere Bereiche ausdehnen, etwa auf kriminelle Mitglieder von Großfamilien. Denn, meine Damen und Herren, es ist mir vollkommen egal, ob sich kriminelle Strukturen auf Blutsbande oder eine Kutte oder sonst irgendein Symbol berufen. Hinter jedem dieser Symbole steckt dieselbe Gier nach schmutzigem Geld, eine Gier, die Menschen auf der Strecke zurücklässt, ausgebeutete Frauen, drogenabhängige Opfer von Gewalt. Und deshalb werden wir diesen dunklen Machenschaften auch weiterhin konsequent den Kampf ansagen. Und meine Damen und Herren, diese Erfolge sind keine Selbstverständlichkeit, und wir müssen klug investieren, um sie zu sichern und auszubauen. Mit dem deutlich gestärkten Etat sind wir in der Lage, die Sicherheitsarchitektur unserer Stadt voranzutreiben. Dies gilt umso mehr angesichts der Dynamik unserer Stadt. Berlin, das haben wir heute mehrfach gehört, ist eine Metropole, die wächst, ist eine Metropole, die immer mehr Touristen anzieht, die als Hauptstadt große Aufgaben zu bewältigen hat, wenn ich etwa an den Schutz von Botschaften denke oder wenn ich an die vielen Demonstrationen in unserer Stadt denke. Das alles bringt wachsende Herausforderungen mit sich. Und Berlin ist eine Stadt, bei der wir trotz wirtschaftlichem Aufschwung immer darauf aufpassen müssen, dass nicht die soziale Balance verloren geht. Dass wir in bestimmten Bereichen nicht Verrohung und Brutalität die Oberhand gewinnen lassen. Und trotz vieler positiver Entwicklungen hat es schlimme Verwerfungen gegeben. Der Fall Johnny Carr war ein besonderer Exzess, der erheblich zum Unsicherheitsgefühl vieler Menschen beigetragen hat. Das Gefühl, das viele dabei leitet, ist die Angst, dass solche Taten jeden treffen können. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir gerade belebte Plätze sicherer machen, mit dem Kontaktmobil auf dem Alex, mit dem neuen Direktionskommando, mit einem gemeinsamen Servicebüro mit der Bundespolizei am Bahnhof Zoo und mit mehr Streifen in der City West. All das, meine Damen und Herren, kostet Kraft, all das bindet Personal. Beide Sicherheitsbehörden, Polizei und Feuerwehr, haben über Jahre schmerzhafte Einschnitte ertragen und stets am Limit arbeiten müssen. Auf der einen Seite eine Polizei, die dort erfolgreich ist, wo sie Schwerpunkte setzt, aber die weiß, dass die Öffentlichkeit überall Erfolge einfordert. Auf der anderen Seite eine Feuerwehr, der vor allem der demografische Wandel alles abverlangt, gerade mit Blick auf die Rettungstransporte. Und deshalb
ist es die Philosophie dieses Senats, die Trendumkehr, die wir 2011 begonnen haben, auch fortzusetzen. Und das bildet sich in diesem Haushalt ab. Wir setzen dabei auf Menschen, auf Sicherheitskräfte, die ansprechbar sind, die auf der Straße Präsenz zeigen, die helfen können und die auch Leben retten können. Und meine Damen und Herren, im Vergleich zum Haushalt 2011 hat dieser Senat die Voraussetzungen für insgesamt 584 zusätzliche Sicherheitskräfte bei Polizei und Feuerwehr geschaffen. Diese neuen Stellen bedeuten zusätzliche Sicherheit. Gerade von den 350 Stellen im Polizeivollzug verspreche ich mir viel, sobald sie besetzt sind. Sie sind aber auch eine Entlastung für unsere Sicherheitskräfte, die viele Defizite mit Leidenschaft und mit Aufopferungsbereitschaft kompensieren. Das neue Personal, für das wir uns politisch eingesetzt haben, soll Ihnen zeigen, dass wir Sie stärken und bei Ihrem schweren Job unterstützen wollen. Und wenn wir von Unterstützung sprechen, dann meine ich, meine Damen und Herren, auch Wertschätzung. Und das gilt nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Ich freue mich jedenfalls als Innensenator ganz besonders, dass es uns gemeinsam gelungen ist, in der Koalition die Besoldung in zwei Doppelhaushalten um 9 Prozentpunkte anzuheben. Und ich weiß dabei sehr wohl, dass viele Beamtinnen und Beamte gerne eine deutliche Zeitperspektive für eine Anpassung hätten. Aber diese Besoldungserhöhung ist mehr, als mancher Kritiker von heute in 10 Jahren durchgesetzt hat, als er noch die Chance dazu hatte und nicht in der Opposition war, meine Damen und Herren. Es war dieser Senat, es war die Große Koalition, die diese Verbesserung durchgesetzt haben, und darauf sind wir stolz. Ich bin den Regierungsfraktionen auch dankbar, dass sie mir beim zentralen Objektschutz so deutlich entgegengekommen sind. Ich denke, dass Ihnen das auch die Berliner Polizei danken wird. Wir brauchen jeden Vollzugsbeamten dort, wo er hingehört, beim LKA, auf den Abschnitten, bei der Verbrechensbekämpfung und nicht als Aushilfskräfte im Objektschutz. Lieber Lux, Sie werden mir nachher sicherlich noch mal erklären, warum dies peinlich ist. Es war richtig, dass der Polizeipräsident eine polizeiweite solidarische Kraftanstrengung eingeleitet hat, um den Objektschutz zu unterstützen. Aber das Ziel muss es sein, den ZOS so auszustatten, dass die Aufgaben bewältigt werden können, ohne dass der Überstundenberg ins Unermessliche wächst. Und durch die Schaffung von 130 zusätzlichen Stellen für den zentralen Objektschutz und die Reduzierung der Einsparverpflichtung sind wir auf einem richtigen Weg. Zu einer modernen Hauptstadtpolizei gehört auch eine moderne Ausstattung. Ich weiß, dass es an vielen Stellen hakt. Gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten habe ich Wert darauf gelegt, dass das, was unmittelbar benötigt wird, auch durchgesetzt wird, sei es die Winterkleidung für die Objektschützer oder die dringend benötigte Schutzausrüstung. Und deshalb ist es ein wichtiges Zeichen, dass Polizei und Feuerwehr mit diesem Haushalt pro Jahr 5 Millionen Euro zusätzlich für Sachmittel erhalten, um ihre Ausrüstung zu erneuern. Und gleichzeitig schaffen wir mit diesem Haushalt das Fundament für eine kooperative Leitstelle. Wir verbessern die Finanzierung der DNA-Auswertung bei der Charité und wir sorgen dafür, dass die Polizei mit neuen Experten etwa im Bereich Cybercrime auch den Herausforderungen von morgen gewachsen sein wird. Und meine Damen und Herren, viele der Herausforderungen, die für unsere Sicherheitsbehörden gelten, gelten auch für die Hauptverwaltung. Das gilt gerade für den Bereich der Nachwuchsgewinnung. Wir haben das Personalbedarfskonzept fortgeschrieben. Wir haben auf mein Betreiben hin einen Einstellungskorridor von 100 beamteten Nachwuchskräften für den gehobenen Dienst und 45 für den höheren Dienst beschlossen. Und wir werden auch weiterhin auf Personalentwicklung und innovative Ansätze für die Verwaltungsmodernisierung setzen, durch bürgerfreundliche Angebote, ganz maßgeblich im Rahmen des Programms Servicestadt Berlin 2016. Ein letztes Thema in der Beratung des Doppelhaushalts 05 ist das Thema Sport. Diese Koalition bekennt sich zum Berliner Sport. Wir wissen um die großartige Imagewirkung für unsere Hauptstadt. Viele denken dabei vor allem an die Großveranstaltungen. Wir konnten wieder neue Veranstaltungen für Berlin akquirieren. Das Champions-League-Finale 2015, die Leichtathletik-EM 18 und das Eröffnungsspiel der Handball-WM 2019. Aber wir wollen nicht nur durch Großveranstaltungen glänzen, sondern den Sport auch in seiner Breite fördern, etwa durch die Sicherung des Sportanlagensanierungsprogramms oder der Sicherung der Finanzmittel für die Bäder. Das tun wir trotz aller Herausforderungen, die wir auch in diesem Bereich haben, etwa im Umgang mit sinkenden Lottoeinnahmen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, ich weiß um die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich stehe hier auch nicht vor Ihnen und sage, es ist längst alles gut. Das ist es nicht gerade bei den Sicherheitsbehörden, aber mit diesem Haushalt können wir erneut sagen, es wird besser. Herzlichen Dank.